Gott, es wird leider schon dunkel, was mich sehr, sehr anpisst. Deswegen will ich das Video kurz halten. Es geht um mein Kaufverhalten. Ich war im Februar so brav. Im März hat sich das wieder ausgeglichen leider, aber im Februar war ich sehr, sehr brav. Ich zeige euch zuerst das, ich habe es nämlich braverweise auch zusammengeschrieben mal. Endlich mal. Im Februar habe ich nur 47,18 € ausgegeben. Guckt's mal. Ich war verdammt brav. Bam. Was für mich halt schwer war, dass ich nicht zum Ticket-Max habe dürfen gehen den ganzen Februar. Das war für mich sehr, sehr schwer. Aber ich habe mir dann andere Sachen gekauft. Ja. Aber da muss ich sagen, im Februar kann ich mich wirklich nicht beschweren. Ich war so brav im Februar. Ich habe mir nur mein Fixierspray nachgekauft. Das habe ich hier. Das habe ich mir nachgekauft. Die Verpackung kann ich jetzt endlich wegwerfen. Dann habe ich mir nur noch ein paar Sachen nachgekauft, beziehungsweise gekauft. Also die ganzen, da ist auch eine Essenzpinsel drin, ich weiß. Oh ja, den habe ich mir, glaube ich, auch nochmal gekauft. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Hoffe ich halt. Ich hoffe, ich habe es auch aufgeschrieben. Oh ja, ich glaube, das war bei dem einen Müller-Haul dabei. Und diese Badezusätze habe ich mir gekauft. Das habt ihr ja eh auch gesehen. Die habe ich mir nochmal die letzten was waren genommen. Ich glaube, das waren die letzten zwei, die ich mir noch genommen habe. Dann, das hätte ich mir jetzt nicht unbedingt kaufen müssen, aber ich will die unbedingt probieren. Von Biore diese Reinigungsprodukte, das mit Aktivkohle und Backpulver. Ich will die nämlich unbedingt probieren. Ich habe jetzt noch was anderes im Bad stehen von Elisabeth Arden in klein. Und wenn das leer ist, will ich unbedingt ein anderes dann nehmen. Aber mal schauen. Also wie gesagt, das einzige Problem für mich war, dass ich im Februar nicht zum TK Maxx dürfen habe. Das war wirklich, wirklich, es klingt vielleicht blöd, aber es war für mich sehr, sehr schwer. Das war für mich wirklich schwer. Und ich bin so, 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 so stolz, dass ich unter den 100 € war. Ich meine, im März wird es anders ausschauen. Ich bin ein bisschen eskaliert mit dem Shoppen. Aber ich habe sehr viel für die Arbeit gebraucht. Ich habe so viele T-Shirts gebraucht und so. Und habe mir auch selber ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Aber dazu im nächsten Fashion Haul mehr. Ja. Ich kann mich überhaupt nicht über mich beschweren. Ich finde, ich war wirklich, wirklich brav im Februar. Es war halt für mich echt schwer, nicht zum TK Maxx zu gehen. Das Positive ist, dass der halt weiter weg ist. Das ist das einzig Positive. Aber ja. Ja, ich bin wirklich stolz auf mich. Ich kann mich gar nicht beschweren. Ich bin so stolz auf mich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So stolz war ich noch nie auf mich wie jetzt. Aber ja. Ja. Es gibt auch wirklich nicht viel in dem Video zum Sagen. Ich meine, ich bin sehr, sehr froh, dass ich nur unter 50 € ausgegeben habe. Da bin ich echt froh drüber. Im März habe ich mir gedacht, okay, weil du Geburtstag hattest im März und weil ich ja Urlaub habe, habe ich ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Und es gibt auch viele Sachen, die jetzt rausgehen, aber dazu komme ich dann im nächsten Kaufverhalten näher, gehe ich dann näher drauf ein. Ja, das war's leider schon wieder. Das war relativ kurz, ich weiß. Sorry for that. Aber mehr gibt's auch gar nicht zum Sagen. Ich bin nun wirklich sehr, sehr stolz auf mich, dass ich mich in dem Monat zusammengerissen habe und nicht so übertrieben habe. Aber weil ich gewusst habe, dass ich halt im März dann mehr einkaufen werde, weil ich war auch im März wieder beim TK Maxx und so und deswegen wusste ich, dass ich im Februar mich ein bisschen zusammenreißen musste. Also, ja. Bin ich im Februar echt stolz auf mich und im März kann ich mich wieder genieren. Aber es ist, glaube ich, eh nicht so schlimm. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt relativ kurz war. Sorry for that. Aber es gibt wirklich nicht mehr zum Sagen. Ich habe nur die paar Sachen noch dazu gekauft und mehr habe ich auch gar nicht gekauft. Ich glaube, nur das. Es war nur das. Schauen wir nochmal auf der Liste nach, aber es war nur das. Es war eben das Fixierspray, natürlich Wattepads und so, was man halt braucht. Aber sonst habe ich wirklich nicht irgendwas Außergewöhnliches gekauft. Und da bin ich wirklich stolz auf mich, dass ich mich da echt, außer die beiden halt. Die mussten auch nicht sein, aber ja, die 99 Cent verkrafte ich, würde ich mal sagen. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr im Februar euch was Spezielles gekauft habt, was richtig teuer war. Zum Beispiel irgendeinen Duft, den ihr schon länger haben wolltet oder irgendwas. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Oder ob ihr generell eher so Sparfüchse seid. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Weil mir fällt sonst nicht mehr ein, was ich noch zu dem Video sagen soll. Das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!